Guten Morgen und herzlich willkommen zu Märkte am Morgen. Es ist Mittwoch, kurz nach 8 Uhr. Ihr ahnt es vielleicht, warum ich hier stehe und nicht der Kollege Martin Weiß. Richtig, er ist mit der Fertigstellung des neuen Aktionärs beschäftigt. Den gibt es dann wieder pünktlich heute Abend als E-Paper und am Freitag dann im Handel. Und deswegen stehe ich eben jetzt heute hier. Ich bin spontan eingesprungen, weil es doch ein paar Themen gibt, auf die es sich zu blicken lohnt. Und wir wollen natürlich auch nach Frankfurt blicken an dieser Stelle. Sonst stünde unser Korrespondent Patrick Dewayne ja ganz alleine da vor Ort und würde sich vielleicht ein bisschen verloren vorkommen. Guten Morgen, Patrick. Noch dazu wollen wir natürlich auch wissen, was mit dem DAX heute abgehen könnte. Gestern haben wir wieder ein neues Rekordhoch gesehen, 15.3 durchbrochen. Wie sieht es jetzt heute mit den Vorgaben aus? Guten Morgen, Marco. Ich finde es schön, dich hier bei den Märkten am Morgen zu sehen. Und wirklich, wenn du sagst, es gibt ein paar spannende Themen, höre ich auch gleich noch ein bisschen zu. Was ich hier dazu beizutragen habe, ist, dass wir tatsächlich jetzt heute Morgen so ein bisschen im ruhigen Fahrwasser unterwegs sind. Also neue Rekorde sehen wir nicht. Wir waren ja beim DAX bei 15.312 angelangt insgesamt und sind bei 15.213 aus dem Markt raus mit plus 0,7%. Der Nikkei leicht im Plus heute Morgen, Shanghai Composite und der Hang Seng so ein bisschen mit negativen Vorzeichen unterwegs. Man wartet ab, was in Amerika von Seiten der Fed im Beigebook berichtet wird. IWF hat gestern die Wirtschaftsprognose auf 6% für die Weltwirtschaft für dieses Jahr angehoben von 5,5%. Das könnte gleichbedeutend sein mit, gibt es dann vielleicht doch so ein bisschen Inflation und müsste die Fed nicht vielleicht doch früher einschreiten? Also da sind wir gespannt, wie die ganzen Kommentare und Pressekonferenzen dann am späten Abend sind unserer Zeit. Bis dahin ist es so, dass wir heute einen relativ ruhigen Tag haben. Zweitveröffentlichung von PMI-Daten, die jetzt so am Vormittag über die Ticker laufen. Und wir müssen gucken, ob es in Sachen Einzelunternehmungen ein paar Nachrichten geben wird. Was wir sagen können, ist tatsächlich, dass der Impfstofflieferant Moderna 848.000 Impfdosen weniger wird liefern können, als jetzt erwartet im April. Das ist schade, denn wir brauchen ja ein bisschen Tempo beim Impfen. Wir sehen das in Kalifornien beispielsweise, wo die Inzidenz nur noch bei 6% liegt, weil da die meisten Menschen tatsächlich geimpft sind. Und in Gesamt-USA will man bis zum 19. April allen Erwachsenen ein Impfangebot machen. Also da geht das alles schneller und dementsprechend ist da dann auch die Wirtschaft besser am Laufen. Das krankt hier so ein bisschen. Wir reden immer noch über Brücken-Lockdowns. Erstmal vielen Dank nach Frankfurt, Patrick, für den Überblick. Sehr gerne, Marco. Ja, beim Dow Jones haben wir gestern keine neuen Rekorde gesehen, aber es gab ein paar Einzelwerte, die auf Rekordniveau wieder mal gestiegen sind. So zum Beispiel die McDonald's-Aktie, die gilt ja so ein bisschen als Reopening-Play. Das heißt, das ist einer der Werte, die eben besonders profitieren, wenn jetzt mal wieder Normalität einkehrt. Und wir haben es ja auch gerade gehört, in den USA geht das auch deutlich schneller voran als bei uns, was hier die Normalität angeht. Und deswegen wird eben die McDonald's-Aktie momentan, oder ist sie sehr stark nachgefragt, ist gestern dann wieder auf einen Rekordhoch gestiegen. Und auch die Analysten sind sehr positiv gestimmt, was den Wert angeht. Von 38 Experten, die sich den Wert mal genauer angeschaut haben, empfehlen 28 tatsächlich die McDonald's-Aktie aktuell zum Kauf. 10 sind neutral gestimmt und 10 und 28 sind also 38. Das heißt, kein einziger empfiehlt sie momentan zum Verkauf. Hier sehen wir sie, also sie ist ja schon im letzten Herbst ganz gut gelaufen, hat aber dieses Rekordhoch von damals jetzt wieder überwunden. Nach einer Korrektur, so ein bisschen die wir hier gesehen haben, oder Korrektur kann man gar nicht sagen, ist ein bisschen seitwärts gelaufen. Kleine Konsolidierungsphase, dann aber auch wieder der extreme Anstieg zuletzt auf das Rekordniveau gestern Abend an der Wall Street. Jetzt schauen wir auf Facebook an dieser Stelle. Da gibt es eher weniger positive Neuigkeiten. Vielleicht haben Sie es mitbekommen oder ihr mitbekommen. Am Wochenende wurden mal wieder Daten geleakt, Facebook-Nutzerdaten von über eine halbe Milliarde Facebook-Nutzern tatsächlich. Und das hat jetzt die irische Datenschutzbehörde auf den Plan gerufen. Es wurden hier E-Mail-Adressen, Telefonnummern, aber auch das Geburtsdatum und die Stadt, in der der Facebook-Nutzer lebt, veröffentlicht. Facebook sagt, dass diese Daten schon vor 2019 abgegriffen worden sind, denn danach hat man eine besondere Sicherheitsvorkehrung eingeführt, dass dieses Abgreifen der Daten eigentlich nicht mehr möglich war. Deswegen muss das davor geschehen sein. Und es wäre eben jetzt nicht mehr möglich. Die irische Datenschutzbehörde wird das also jetzt nochmal genau überprüfen, ob Facebook damit recht hat, dass es tatsächlich schon eben damals abgegriffen wurde und jetzt erst veröffentlicht. Ist natürlich besonders tricky, wenn solche Daten abgegriffen werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man auf gefälschte E-Mails etc. reinfällt, ist größer, weil die dann authentischer wirken, wenn man diese Daten hat. Facebook, die Aktie. Auch da hatten wir ja letztes Jahr im Spätsommer oder eigentlich im Hochsommer ein Hoch gesehen. Zuletzt hat sie sich aber auch wieder sehr gut entwickelt, die Aktie. Nachdem man hier eine Zeit lang seitwärts sich orientiert hat und auch es da ein paar Schwächephasen gab, ist auch hier der Wert wieder deutlicher angestiegen zuletzt.
Wir wollen es vergleichen, die Entwicklung von Facebook gerne mit mehreren, mit den anderen GAFAM-Werten. Das ist ja Google, also Alphabet, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Und wenn wir jetzt mal die ersten von diesen fünf Werten angucken, also Facebook, Alphabet und Apple, da sehen wir, also wir haben jetzt leider keinen Year-to-Date-Chart, also das heißt kein Chart, der von Anfang Januar bis jetzt geht, aber wir haben einen Drei-Monats-Chart und da wir heute noch, oder immer noch ein bisschen, also Anfang April haben, ist es ja fast ein Year-to-Date-Chart. Die Performance der GAFAM-Werte auf Sicht von drei Monaten. Da hat sich also die Alphabet-Aktie am besten geschlagen, plus von über 24% seit Beginn des Jahres in etwa. Die Facebook-Aktie, haben wir gerade drüber gesprochen, auch ein gutes Plus von fast 14%. Und Apple leidet doch am deutlichsten. Also hier sehen wir ein Minus von 3,6%. Auch der einzige der GAFAM-Werte, der auf dieser Sicht, also auf Sicht von drei Monaten, im negativen Bereich weiterhin notiert. Wir haben ja im Februar diese Sektorrotation gesehen, dass die Tech-Werte unter Druck geraten sind. Und davon hat sich Apple immer noch nicht so richtig erholt. Microsoft hier in Gelb, hier ein Plus von 13,5% und ja nur ein ganz kleines Plus auf Sicht von drei Monaten bei der Amazon-Aktie. Wir bleiben noch kurz beim Thema Apple, denn da gibt es auch Neuigkeiten. Wie gesagt, wir haben es ja gesehen, hat sich noch nicht so richtig erholt, der Wert nach dem Rücksetzer im Februar, März. Und jetzt gibt es auch noch eine Kurszielsenkung. Die Morgan Stanley-Analystin Katie Huberty, die hat sich Apple angeschaut und das Kursziel gesenkt von 164 auf $156. Gleichzeitig hat sie aber auch ihre Schätzungen, was die Erlöse im Servicegeschäft angeht, angehoben. Und zwar von 3% auf 5%. Die Einstufung lautet hier Outperform. Huberty hat außerdem das bullische Rating hier, was das Servicegeschäft angeht, begründet, und zwar mit den vorläufigen Daten zu den App-Store-Verkäufen. Die sollen nämlich im März um knapp 28% gegenüber dem Vorjahr zugelegt haben oder gestiegen sein. Und deswegen rechnet die Analystin auch damit, dass es einen starken Quartalsbericht fürs zweite Quartal geben könnte. Der endete im März 2021, da wird also bald die Daten dazu geben. Sie ist positiv gestimmt. Dennoch hat sie die Aktie insgesamt oder das Kursziel für die Aktie eben von 164 auf 156 gesenkt, weil der Wert zwar in diesem Jahr nicht, aber im letzten Jahr eben sehr gut gelaufen ist und sie eher damit rechnet, dass da andere Werte besser performen könnten. Dennoch ist sie ja insgesamt positiv gestimmt, auch was die Bilanz angeht. Dann schauen wir auf Nordex an dieser Stelle, denn auch da lief es zuletzt sehr gut. Ein Großauftrag eigentlich nach dem nächsten. Auch jetzt hat man mal wieder einen Großauftrag vermelden können. Und zwar hat man den schon Ende März eingesagt, also vor ein paar Tagen. Vom internationalen Windparkentwickler Energiequelle hat man zwei Aufträge für die Lieferung und Errichtung von 12 Turbinen in Finnland erhalten. Hier steht auch, wie die Windparks heißen. Ich versuch's mal. Takane Bakken und Törven Kyle oder so ähnlich. Naja. Und das umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag der Anlagen über eine Laufzeit von 30 Jahren. Also das reiht sich wirklich ein in die Reihe der guten und großen, wichtigen Aufträge für Nordex zuletzt. Und das sehen wir jetzt auch, wenn wir uns auf die Aktie, wenn ich mich umdrehe und auf die Aktie blicke, dass der Wert sehr gut gelaufen ist, gerade hier seit Herbst des letzten Jahres. Dann gab es eine kleine Schwächephase, aber zuletzt nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen. Gestern der Wert doch unter Druck gestanden, jetzt der Großauftrag. Schauen wir mal, ob die Aktie dann die Verluste heute wieder ausgleichen kann. Und zuletzt, ja, können wir nicht auf die Aktie blicken, denn es steht ein Börsengang kurz bevor, und zwar der Börsengang von Coinbase. Dass Coinbase an die Börse will, das war schon bekannt. Jetzt gibt es das Datum. Und zwar wird man dann an der New Yorker Nasdaq gelistet. Und zwar am 14. April wird es soweit sein. Coinbase ist die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen und hat nach früheren Angaben zumindest, oder plant man, knapp 115 Millionen Aktien dann an der Nasdaq zu listen. Es ist kein klassischer Börsengang, sondern eine sogenannte Direktplatzierung ohne Begleitung durch Investmentbanken oder ein vorheriges Preisbildungsverfahren. Am 14. April geht es dann los und Coinbase profitiert in den letzten Wochen natürlich vom neuerlichen Hype um die Kryptowährungen. Deswegen rechnen Analysten auch damit, dass man beim Börsengang eine Gesamtbewertung von, oder sie halten es möglich, dass man eine Gesamtbewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar erzielen könnte. Da sprechen wir dann drüber, wenn es dann soweit ist, wenn Coinbase tatsächlich gelistet wird an der Nasdaq. Das war's für den Moment mit Märkte am Morgen. Bin optimistisch, dass heute Nachmittag dann der Kollege Martin Weiß wieder in der Opening Bell zu sehen ist. Und wir sehen uns gerne im weiteren Programm von der Aktionär TV wieder. Schönen Handelstag euch. Auf Wiedersehen.